Hallo, einen schönen guten Tag. Heute ist Dienstag. Wir haben 16.30 Uhr ungefähr. Und es ist echt ein Sauwetter. Mal wieder. Also langsam verzweifle ich an meiner Kamera. Recenter geht mal wieder nicht. Gerade kam auch eine komische Fehlermeldung. Habe ich gar nicht so schnell lesen können, wie die kam. Aber die Kamera läuft. Ich glaube, dass hier noch Bredeney ist, zumindest Grenze Rüttenscheid. Was genau, weiß ich nicht. Ja, und hier bin ich auf jeden Fall. Machen wir so rum, da geht ja auch. Wir haben 8 Grad Celsius und das Wetter hat heute meinen Lauf zunichte gemacht, den ich eigentlich machen wollte. Aber so ist das eben. Da muss ich dann eben improvisieren. Und das ist heute nicht nur der Regen, der das Filmen schwierig gestaltet. Das ist auch noch der Wind, der dazu weht. Der immer wieder in stürmischen Böen kommt. Jetzt im Moment denkt man noch, da ist ja gar kein Wind, da ist ja nur der Regen. Und im nächsten Moment fegt wieder so eine Böe rein. Und die gehen heute bis 31 Kilometer die Stunde. Das ist natürlich schon nicht wenig, ne? Und ich habe kurzfristig mit dem Gedanken gespielt, einfach zu Hause zu bleiben. Vielleicht eine Platte auflegen, einen Tee dazu trinken. Ist auch ein verlockender Gedanke. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich will heute mal auch irgendwas filmen. Da sehen wir die A52 Richtung A40. Und hier sehen wir die A52 Richtung Düsseldorf, theoretisch. Komm schon, der Kampf mit dem Schirm. Meine Güte. Ja, die Brücke ist kein guter Ort, glaube ich. Junge, Junge. Also noch mal, anders geht nicht. Ich sage ja, der Lauf heute
den ich machen wollte, der ging gar nicht. So, dann mal gucken. Und stattdessen dachte ich mir, hier ist es vielleicht ein bisschen windgeschützter. Klar, auf so einer Autobahnbrücke ist es vielleicht auch nicht ganz so toll windtechnisch, aber egal. Ich bin ja der, der mit dem Schirm kämpft. Kennen wir ja, zumindest die älteren Zuschauer unter uns erinnern sich vielleicht an meinen legendären Lauf durch Essen West. Habe ich auch schon mit dem Schirm gekämpft. So, heute ist mein Rode Wireless Lavalier, nein, Rode Lavalier 2, was ich am Rode Wireless Go angeschlossen habe, richtig montiert. Ich zeige mich nochmal, vielleicht kann man das da sehen. Da musste ganz schön gefriemelt werden. Meine Frau war da eine große Hilfe, die ist sehr praktisch veranlagt. Sehr nett. Oh, mein Schirm ist schon wieder jenseits von allem. Kann ja heute noch lustig werden. Und ich liebe das ja sowieso, wie ihr wisst. Eine Hand im Schirm, andere Hand die Kamera. Das ist ganz toll. Ich war auf jeden Fall in Dortmund mit dem Klang schon ganz zufrieden. Das hat das Mikro schon einigermaßen gut hinbekommen. Und wenn ich nicht so viele würde Klicklaute produzieren würde, wäre das sogar noch besser. Aber da ist eben dieser Schirm, der dann diese Sounds macht. Und jetzt denkt man wieder, boah, ist da alles in Ordnung. Ne? Alles kein Problem. Hundeleckerchen. Ja. Da hätte ich ja meinen Hund mitnehmen können. Hätte ich das gewusst, dass es sowas gibt. Der Winter ist immer für so Walktuber schwierig. Haben wir denn hier 1000 Möglichkeiten? Das klingt immer gut. Aber nichts in Mülheim. Essen Stadtwald. 950 Quadratmeter, 1,5 Millionen. Da ist natürlich nicht schlecht Essen Kettwig. 212 Quadratmeter. 1,8 Millionen. Das sind Preise. Da ist auch schon einiges reserviert. Ja. Das sind Preise, da bin ich draußen. Das ist so. Das war halt auch irgendwie mit.
Aber ich will nicht jammern. Ich habe ein Auskommen, mir geht's gut. Ja. Also alles okay. Was haben wir denn hier? Und wartet auf den Frühling. Kann ja nicht mehr lange auf sich warten lassen. Obwohl ich vermute, ja, ein bisschen wird es noch dauern. Aber wir sind schon auf einem guten Weg. Ich hatte ja mit meiner Vermutung, dass es hier nicht so windig ist, im Prinzip recht, wenn ich immer die Böen an manchen Orten so reinhauen würden. Mein Schirm ist eigentlich recht stabil. Aber vielleicht habt ihr ja gerade schon ansatzweise gesehen, wie der ständig weggeknickt ist. Was mir persönlich ja nichts machen würde, ich würde jetzt bei dem Wetter nicht mit dem Schirm rumlaufen. Ja, ich würde natürlich so rumlaufen, wie ich bin, ohne Schirm. Würde völlig ausreichen. Aber meine Kamera, die wäre ruckzuck mit Tropfen bedeckt, was sie jetzt hoffentlich nicht ist. Bist du mit Tropfen bedeckt? Ich glaube nein. Das ist gut. Also ist das heute im Prinzip mein erster richtig justierter Einsatz mit meinem neuen Audio-Setup, wo ich den Ton nicht mehr auf die Kamera aufnehme, sondern mit einem der Rode-Sender intern aufnehme. Das Ganze mit einem zusätzlichen Lavalier-Mikrofon. Den Ton hinterher in der Bearbeitung synchronisiere und einfach hoffe, da mit meinem Kanal wieder was gegeben zu haben. Was Positives, was Neues. Ein HiFi-Geschäft. Wollen wir mal gucken, was hier am Dienstag in der Rüttenscheid so los ist. Nein. Ah, läuft noch, super. Auf dem Display war nämlich plötzlich was anderes. Ich dachte schon wieder, ups. Mitten im Film aufgehört oder so. Das finde ich auch immer cool hier drin. Toll. Da drüben haben wir noch einen Hans im Glück. Hier muss man wieder aufpassen. Glück gehabt, dass keine Windböe kam. Ich habe meine Kamera jetzt auch verkleinert,
das Sendemodul oder das Empfangsmodul, was da unten dran war, für das interne Funkmikro, das brauche ich jetzt ja nicht mehr, habe ich also abgemacht. Und dadurch fühlt es sich jetzt in meiner Hand auch anders an, weil alles viel kleiner ist, was aber eigentlich gut ist. Ich muss damit nur noch so ein bisschen klarkommen. Jetzt kann es wieder gefährlich werden, hier wird es wieder ein bisschen offen. Ich halte den Schirm mal anders, er ist für den Arm, für den linken absolut unnatürlich und nicht schön. Aber ihr wisst ja, ich gebe alles. Und jetzt zügig über diese Brücke hier, gar nicht erst versuchen, einen Blick zu erhaschen. Ich würde doch nur meinen Schirm wieder umknicken. Ich merke schon, wie der Wind dran rüttelt. Und in Dortmund, da war das ja stellenweise auch recht böiger Wind. Und da hatte ich ja auch schon mein neues Mikrofon mit dem Windschutz dran, mit dem großen Puschel. Und das hat den Wind echt gut abgehalten. Also Respekt. Ich habe es ja gehört, ganz. Um zu gucken, wie ist die Qualität. Und da hat man den Wind so gut wie gar nicht gehört. Und ich habe ja die internen Mikros mitlaufen lassen. Also da war der Wind deutlich zu hören. Hier war früher mal so ein kombinierter Fahrradweg. Fußgängerweg. Aber jetzt hat man hier so eine Straße gemacht. Ich muss mal eben hier was klären. So. Ja, wieder ist mein Schirm umgeknickt. Und die Pflasterung sieht ja immer noch so aus, als wenn hier ein Fahrradweg wäre. Ist also als Fußgänger für mich ungewohnt. Gucke mich immer um, ob da nicht doch ein Fahrradfahrer hinter mir ist. Aber wenn man schon sieht, dann ist ja auch eigentlich viel zu schmal gewesen. Hier für Fußgänger und für Fahrradfahrer. Finde ich. Jetzt hat man ja aus der Straße so eine sowas gemacht, so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Fahrradstraße, also für alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen. Aber ich bin ja hier schon mit dem Roller mal lang gefahren. Das ist auch, naja. Manche Autofahrer, die benutzen das immer noch einfach als Straße, ganz normal. Boah. Ein richtiger Workout für meinen linken Arm, aber leider sehr starr. Bei meinen Livestreams, live at home, da sehe ich manchmal im Nachgang, was Leute was kommentiert haben, was ich im Stream selber gar nicht bemerkt habe. Da bitte ich
um Entschuldigung, dass ich nicht jeden Kommentar mitbekomme, weil ich ja selber quasi ständig am Erzählen bin, immer noch ein Auge auf die Technik habe, auch einiges bedienen muss. Und da flutscht mir schon mal was durch. Aber ich gucke im Nachhinein noch mal drüber. Wie sieht meine Linse aus? Die sieht gut aus. Auf der Linse habe ich was. Aber die Linse an sich sieht gut aus. Mittlerweile haben wir 17 Uhr. Mein Video, was ich in Werden gemacht habe, hat ja unglaublich viele Klicks bekommen für meine Verhältnisse. Es ist erstaunlich, wie manchmal so Videos sich hochklicken, obwohl ich war ja auch schon öfter in Werden. Aber letztlich freue ich mich natürlich, ist doch klar. Ah. Ah, besser ist das. Oh. Ja, ich bin mal gespannt, wann mal wieder ein Tag kommt ohne Wind und Regen. Ich hoffe, dass ich ein Video hier gebrauchen kann. Ich muss mir das vorher noch mal anschauen. Ja, die Kamera läuft noch. Das Problem ist nämlich jetzt auch, weil die jetzt so klein geworden ist, die Kamera, und ich in meiner Hand jetzt weiter oben anpacken muss, und da die ganzen Knöpfe sind, die ganzen Bedienelemente, und obwohl manche von denen gar nicht gehen, also jetzt beim letzten Mal ja schon nicht und heute ja auch nicht, ist es, dass die Kamera sich umdreht, da muss ich auf einen Knopf zweimal drücken, dass sie quasi in Selfie-Mode kommt. Um Hallo zu sagen zu euch, da geht ja nicht. Aber andere sind umso sensibler, die muss man nur angucken und schon verstellen die wieder irgendwas. Und das ist hier draußen im Gedränge nicht immer unbedingt sofort. Bemerkbar für mich. Manches ist halt so schlimm, wenn man das nicht weiß, dann kriegt man das womöglich gar nicht mit. Aber manchmal ist es doch doof.
Auf eine Art bin ich froh, wieder gegangen zu sein, trotz des ständigen Schirmumstülpens. Weil ich bin einfach gerne draußen mit der Kamera und nehme die Stimmung auf. Ein Nachteil bei meinem neuen Audio-Setup ist natürlich, ich weiß nicht, ob das läuft oder nicht läuft. Keine Ahnung. Das ist ein großer Nachteil. Ich hoffe ja, muss aber nicht. Da sehen wir im Hintergrund die Grugehalle. Den Haupteingang der Messe Essen. Hotel Atlantik. Die Haltestelle hier heißt Alfred-Brücke. Bei meinem Schirm ist unten noch so ein Bömmel. Der ist mir in Dortmund immer wieder durchs Bild gegeistert. Und ich wollte darauf achten heute, aber habe ich natürlich gerade eben erst gesehen. Den muss ich mal abmachen, den braucht ja kein Mensch. Das ist immer nur ein Bild und sonst ist dafür gar nichts gut. Also für mich nicht. Und der muss ja nicht immer im Bild sein. Was haben wir denn gelaufen? 28 Minuten. Dann könnten wir ja eigentlich hier rüber gehen. Müsste doch mal grün werden. Ja. Ah ja. Hier merkt man wieder der Wind, wie er bläst. Oh, da ist ja heute sogar mal Licht im Atlantik-Hotel. Ich glaube, seit ich jetzt hier während Corona filme,
habe ich dann auch kein Licht gesehen. Jetzt werde ich noch mal stehen bleiben, ein bisschen ranzoomen. Ja, da wird mir die Sicht verdeckt. Hier kann man vielleicht mal so ein bisschen ranzoomen. Da sieht man unten zumindest das Licht. Und hier die Messe sind auch einige Büros hell. Hier weiß ich wieder nicht, jetzt sieht wieder aus wie ein Fahrradweg. Messe Essen. Da waren wieder Messen gewesen. In Düsseldorf habe ich gehört, sind auch wieder Messen abgesagt worden. Und ich weiß nicht, ob hier auch Messen abgesagt sind oder nicht. Keine Ahnung. Parkplatz. Was für eine große versiegelte Fläche, ne? Obwohl man hat schon außerhalb von der Messe Parkplätze, wo man dann mit dem Shuttle hier hingebracht wird. Aber die Messe Essen ist ja schon ziemlich gewachsen. Das sind hier alles Gebäude der Messe Essen. Und ich weiß gar nicht, werden die beheizt oder stehen die einfach nur so rum? Wahrscheinlich werden die nur so beheizt, dass sie so über Null sind, dass da keine Leitungen einfrieren. Ansonsten wäre es ja Wahnsinn. So, ein paar Meter laufen wir noch. Und dann ist dieser hier total improvisierte Lauf fertig, der eigentlich ein ganz anderer werden sollte. Falls der Lauf hier keine groben technischen Fehler hat, natürlich. Was ich erst im Nachhinein sehen kann. Ich weiß nicht, ob man den Wind hört. Der bläst hier wieder ziemlich vor sich hin. Hier ist die Messe Essen mit ihrem Eingang Süd. Hier auf dem Gelände war früher das Gruger Stadion,
ein großes Stadion. Hauptsächlich für die Leichtathletik, konnte man aber auch Fußball spielen. Da waren auch Fußballspiele. Ich erinnere mich, dass da mal ETW Schwarz-Weiß Essen, ich meine, das war der erste FC Köln, gegen den im Pokal gespielt hat. Das war für ETW Schwarz-Weiß Essen, da waren die auf jeden Fall unterhalb in der Liga als Köln. Und die haben irgendwie knapp verloren. So ein bisschen war der Schiedsrichter schuld, aber die haben halt verloren. Will man machen. Da war ich mit meinem Vater, das weiß ich noch. Das war alles hier auf dem Gelände. Und da gingen viele Menschen rein. Ich weiß nicht wie viel, aber das war groß. Hatte ganz schön Kapazität. Und dann ist halt in so eine Art Dornröschenschlaf gefallen und wurde dann hier vom Lokalsport benutzt, soweit ich das weiß. Und da war einiges möglich an Sportarten der Leichtathletik. Naja, und dann hat man das irgendwann halt hier geopfert sozusagen, um Platz zu machen für dieses Gewerbegebiet hinter uns. Vorsicht Wind, möchte ich mir da selber zurufen. Aber ich möchte noch mal einen Blick erhaschen auf die E.ON Hauptzentrale. Und da wir gerade schon mal hier sind, machen wir noch einen kleinen Cut hier durch. Also festzustellen ist, war ja schon öfter, aber so viele Büros erleuchtet habe ich hier noch nicht gesehen. Das ist ja ein gutes Zeichen. Das ist für mich ein Zeichen, dass sich die Lage zu normalisieren scheint. Was ich sehr begrüßenswert finde. Easter, ich weiß gar nicht, was die machen. Da vorne ist Athos, die machen was mit Software. Ups. Und außer Gewerbe hat man hier auch Wohnbebauung hingesetzt. Und das finde ich ja gut, dass man da so eine Mischform nimmt, weil Wohnraum ist ja in den Städten auch eher begrenzt. Dann sehen wir hier Brenntag. Da brennt aber nicht mehr viel Licht. Mein Schirm noch lebt irgendwie.
noch halbwegs okay aus. Solche. Läuft die Kamera noch? Sie läuft. Tapfere kleine DJI. Und dadurch, dass das Empfangsmodul ab ist, hat die auch jetzt mehr Akkukapazität, weil die nicht ständig das auch noch befeuern muss. Weil selbst wenn ich das Funkmikro nicht dran hatte, hat die das ja vorgehalten, hätte ja kommen können. Deswegen hat die immer gelauert. Wenn jetzt jemand lange nicht in Essen war, der würde nur diese Bilder sehen und ich hätte meinen Schnabel gehalten und hätte gefragt, ja, wo sind wir denn hier? Ich weiß nicht, ob da jede auf Essen getippt hätte. Hier sind auch viele Büros erleuchtet. So, und dann hier ist hochtief, wenn mich nicht alles täuscht. Hier oder oben ist das Logo. Also da haben wir hier schon Brenntag, hochtief, Athos. Ista hießen die anderen, ne? Da ist schon was versammelt. So. Ich hoffe, euch hat der Lauf gefallen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Viele Grüße aus Essen und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.